So, herzlich willkommen zum neuen Video. Es ist schon interessant. Hier ist jetzt momentan ein super Tag, nämlich weil es Wolken hat. Hier sehnt man sich nicht nach der Sonne, weil die ist eigentlich immer da, sondern nach Wolken. Ist genau umgekehrt. Im Norden sehnt man sich nach der Sonne und hier nach Wolken. Ja, und heute sind eben Wolken da und durch das ist es nicht so heiß. Dann muss auch meine Klima nicht laufen, sonst läuft die den ganzen Tag. Ja gut, dann jetzt sehen wir im Video einfach über Xar-Gilan, was hier so läuft. Alles zusammengeschnitten von einer Woche und danach sind wir wieder aktuell. Ja, da geht nicht, da komme ich nicht durch, wegen meiner Höhe. So, ich bin jetzt da ein bisschen hinter den Kulissen. So, da fließt die Quelle weg, he? Unten durch, da wieder raus. Ja, die Rallye ist auch hier. He? Schöne Plätze da. So, da kann man noch baden. Warme Quelle. So, jetzt habe ich zwei Fahnen. He? Nein, die andere ist nicht am Camp. So, jetzt machen wir mal eine Runde durchs Camp. Mit all den vielen Teilnehmern der Rallye. Die haben die ganze Werkstatt dabei. Wir auch. Ja, Wahnsinn, ne? Also, ich habe hinten meinen Schlaf. Platz, mein Hotel dabei, die Werkstatt. Hi! Ja, das ist ein Teil, den haben wir schon mal gesehen. So, Werkstattwagen. Ja du, das ist ein Leben. Strom muss man hier selber produzieren. Sogar Datteln gibt es hier. Und Granatäpfel. Da hinten ist noch ein Holländer. Aber die meisten sind schon auf Tour. Tja, und wir drei machen auch unsere Tour, wieder mal auf dem Bike, seit langem nicht mehr, weil ich habe beschlossen, dass ich hier eine Pause mache. Vielleicht komme ich noch einen Freund besuchen am Wochenende, mal ausruhen und alle Videobearbeiten, die ich gemacht habe, ist Arbeit. Ja, wir sind hier in Afrika und Internet ist hier Mangelware. Also Handyempfang habe ich nur 2G, da geht gar nichts und Internet habe ich einen Kaffee gefunden, habe ich mich da hingestellt, dachte, ja jetzt habe ich Internet, ja kannst du vergessen, die stellen das am Tag Tour ab, in der Nacht läuft der Stromerzeuger, wenn es keinen Strom hat, kein Internet. Und ja, dann gibt es noch ein anderes Kaffee, der hat einen Router, der wechselt aber jeden Tag den Code. Und er hat es manchmal auch abgestellt. Ich weiß nicht, ob das jetzt am Tag läuft. Ja, ist ein bisschen schwierig. Eine Welt ohne Internet ist möglich, aber schon ein bisschen beschissen, wenn man sich so daran gewöhnt ist. Ich bin jetzt in Xar-Gilan und da ist so richtig Betrieb. Der volle Tourismus, weil da gibt es auch eine Teerstraße, die herführt. Also man muss nicht über die Dünen fahren, wie ich. Vielleicht kennt der eine oder andere diese Tafeln. Wir sind also in Xar-Gilan. Staub gibt es hier jede Menge. So, hier geht es raus aus Xar-Gilan. So, jetzt war ich gerade bei einem Händler, der Diesel und Benzin verkauft. Die müssen das hier herschleppen in Kanister
aber das ist viel teurer. Also fast das Doppelte, kostet also 1 Euro, 1 Liter statt 55 Cent. Aber wenn man keines hat, was will man machen? Angie hat wieder einen Kollegen gefunden. Erstmal beschwichtigen. Jetzt kommt die Eile noch, die ist eher dominant. Kopf darüber. Aber es sind ja zwei Mädchen und das ist ein Junge. Ja, der bewacht hier seine Hühner. So, und da kommen die schon wieder. Da ist noch eine Siedlung. Ich weiß nicht, wohnen die da oder ist das ein Lager? Und da hinten ist noch ein Camp von Jeeps. Die gehen wir jetzt mal besuchen. Und dann hier gibt es noch was. Ein Oldtimer. Ach, geile Fahrzeuge waren das. Oh, dann gucken wir mal, was das für Leute sind. Deutsche. Also, das sind alles, nein, nicht alles, das sind Polen, aber sonst sind es Deutsche. Ja, Husky in der Wüste. Hä? Ja, mich kennen bald dann die Leute mit den zwei Hunden, falle ich auf mit meinem Camper. Ich nenne ihn jetzt das Hotel in der Wüste. Ein Hotel fährt durch die Wüste. Es ist echt ein Hotel drinnen. Ja, aber ja, habe jeden Luxus und etwas Offroad geht auch, wie wir gesehen haben. Aber zum verlorenen See, das, für das wird es nicht reichen, so was ich bis jetzt gehört habe. Der Sand da ist auch viel zu weich momentan. So, jetzt haben wir sogar noch einen See in der Wüste. Hä? Von der Quelle. Angie trinkt sogar. Und sogar fließendes Gewässer. So viel kommt da aus der Quelle. Ah, sieht das schön aus. So, da kommt das Lau raus. Die haben eine Leitung gelegt. Das ist sozusagen das Wasser von der Hauptoase, die ist da hinten. So, Volltourismus. Es geht los. Und der Helikopter. War, glaube ich, ein Militärhelikopter. Also, ich stehe da hinten ein bisschen abseits.
fahren jetzt nach Tours. Rallye ist vorbei. So, ich bin wieder mal am Essen. Diesmal etwas anderes. Und zwar das hier, so ein Spezialsandwich. Das Teil kostet genau 2 Euro, oder diese zwei Stück, und das Cola 1 Euro. Also sehr, sehr günstig hier in Afrika. Heute ist ein bisschen windig und guckt euch das an. Da bläst es mir den Sand weg und den Rädern. Also in 2-3 Jahren bin ich nicht mehr sichtbar abgesoffen. Die Franzosen sind gekommen vom Camp, von Oriental Camp. Ein Vogel war mitten auf der Straße, der lebt noch. Da habe ich ihn ein bisschen an den Rand getan. Irgendwas hat er. So, ich habe noch Besuch gekriegt. Der Steffen ist mich von Sousse besuchen gekommen mit seiner geilen Jeep. Bonjour! Bonjour! C'est bon? Kommen alle her, um Fotoshooting zu machen mit meinem Car und meinem Stuhl oder was weiß ich. Erntezeit. Jetzt kaufe ich auch Datteln. Unglaublich, was da alles von der Düne herkommt. Also von der Sahara. Sogar die kommen durch.
So, ich kaufe 5 Kilogramm Datteln direkt bei den Ernten oder bei der Familie. 404. Ja, und da leben manche so. Ganz einfach. Es ist ja jetzt Dattelernte und so sind alle Erntearbeiter am Datteln pflücken, wie ihr schon gesehen habt. Und ich habe mir auch 5 Kilo noch gekauft, wie gesagt, und hatte ja noch Geschenke gekriegt, das waren auch etwa 3 Kilo. Also ich habe jetzt Datteln für ein halbes Jahr, jeden Tag 3. Vermutlich verschenke ich auch noch, so wie ich mich kenne. Wie ich das beim Honig mache, ich kaufe immer zu viel ein. Ja, Honig habe ich auch noch jede Menge. Ja, nicht nur die Datteln kommen, auch die Fliegen mit den Datteln. Ich habe sicher 100 am Rücken und jeden Morgen sammle ich die ein und versuche sie dann loszuwerden. Nicht, dass sie bei mir beim Camper bleiben. So, da hinten habe ich ja einen Vorfilter und den reinige ich jetzt zum ersten Mal, weil da drin ist Dreck, vermutlich noch vom Tank von den Zweien. So, da seht ihr den ganzen Dreck. Ich denke, das war vom Tank, nicht vom Tanken. So sieht hier ein Sonnenuntergang aus. In diesem Sahara-Staub. Ja, die Sonne wird gerade größer durch das. Und so sieht hier ein Sonnenaufgang aus. Also nicht Untergang, sondern Aufgang. In diesem Staub. Geiler, wenn die ein Loch sieht, geht sie rein. Das ist unglaublich. Ich glaube, das sind Füchse, Wüstenfüchse oder Hasen. Ja, hier ist die Temperatur tagsüber meistens über 30 Grad. Und nachts ist es angenehm warm, es sind so 16, 17, 18 Grad. Also eigentlich wie bei uns im Norden im Sommer, ist hier immer noch schön warm. Ja, Frage, wie ist das Wetter so bei euch? Regnet es? Ist es nass? Ist es kalt? Habt ihr schon Schnee? Oder ja, erzählt mal. So, das war es wieder von mir. Schön wart ihr dabei. Und ja, im nächsten Video gibt es dann wieder Drohnenaufnahmen. Hoffe ich zumindest. Und ja, jetzt kriege ich dann Besuch. Die zwei haben es geschafft, nach Tunesien einzureisen. Nach einem Kampf. Ich musste da ein bisschen was helfen mit einer Buchung für 5 Tage in einem Hotel. Sonst hätten die da nicht mal das Ticket gekriegt an der Fähre in Civitavecchia, heißt glaube ich. Civitavecchia, irgend sowas, ja. Okay, ab jetzt sind wir dann mit 2 Fahrzeugen unterwegs in Tunesien. Also dann bis zum nächsten Video. Jetzt geht es dann bald zum, also vermutlich morgen zum Timbein. Also wieder zurück ein Stück und dann mehr Richtung Süden. Und dann schauen wir mal weiter, was noch alles passiert. Gut, bis zum nächsten Mal und wie immer Daumen hoch.